So Leute, jetzt baggern wir hier das Loch für das Anschlussstück, was da liegt. Hier ist das bestehende Anschlussstück und dann wird da noch ein T-Stück so quasi raufkommen, das in der Mitte der Winkel ist und dann speist diese Pumpe beide Anlagen ein. Und das machen wir jetzt hier. Mit Wasser ein geht besser, ne? So, jetzt ist der Anschluss fertig. Wir haben hier drei 75er Leitungen angeklemmt. Und das heißt, er macht drei Stränge hier komplett runter. Und jetzt ist Papa schon am Zumachen mit dem Bagger wieder. Das geht, denke ich, auch ganz gut. Ich habe gerade erzählt, wir haben jetzt die drei da schon fertig reingearbeitet. Und du machst jetzt wieder zu. Das ist doch geil. Geht doch ganz gut. Ja, vor allem, weil es trocken ist, Leute. Ne? Ja. Und nachher fährst du mit dem Trecker da nochmal rüber. Oder vielleicht morgen mit dem Käse eben einmal. Bevor wir das kreisen, drückt das auch schön runter. Ja. Diesen kleinen Haufen. Genau. Okay, weitermachen. Hier werde ich jetzt noch eben Pfähle setzen. Das haben wir sonst auch so gemacht, dass du hier am Ablasshahn rankommst. Ist ganz wichtig im Winter, dass du das Wasser runterlassen kannst. Hier habe ich das schon fertig gemacht. Kommt ja noch eine Platte oben rauf, dass da nichts reinfällt. Und hier kommt ja überall Erde hin. Ne? Und gleich müssen wir noch das Stück ausmessen, weil hier untere Decke, hier untere Jacke, ist ja einmal hier das Anschlussstück für die bestehende Anlage und hier für die Neuanlage. Hier kommt so ein Winkel rauf denn, mit hier so ein T-Stück quasi, dass man dann die Pumpe wieder an dem Winkel anbauen kann und beide Anlagen eingespeist werden. Das müssen wir gleich noch ausmessen, der muss ja noch angefertigt werden. Ja, und dann werden wir die andere Baustelle noch machen. Ja, wir haben jetzt hier die zweite Baustelle. Willst du mal eben erklären, was wir jetzt hier machen wollen? Ja, die ist die zweite Anlage, die wir bauen. Und jetzt kommt hier eine 110er rein. Die soll jede, also viermal 410er kommen am Verteilerstück und jeweils kommen da zwei lange Stränge ran von 400 Meter, 400, na was denn das? 440 Meter, 63er. Ja, ran. Ja. Und jetzt machen wir erstmal eben die Endkappe rauf. Bei der 110er machen wir die gleich rauf, weil die gleich in der Erde versenkt werden. Genau. Wird nachher richtig gespült, da machen wir auch noch ein Video zu. Und dann setzen wir das Verteilerstück. Genau. Du musst weiter. Kein Fett? Hallo. Was soll man eben den Latten machen? Den dicken? So einen hier? Wieso? Die schiebst du so rauf. Du hast keinen Hammer. So, mal gucken, aber geil ist. Ohne der Geist, die quietscht. Ja, es gibt auch so Bandschlüssel dafür, aber wir haben zwei so geile Rotzang. So, wir müssen da unten mal rein eben. Du setzt jetzt die Schelle. Machen wir erstmal eben locker rauf. Soll der noch ein bisschen gekröpfter stehen? Ja, muss er gleich. Felix soll eben die Schrauben machen. Ja. Aber so ist der Grad gut, ne? Nicht tiefer runter, ne? Ne, hier kann noch mehr. Das wollen wir nicht erst oben ranziehen? Ne, er muss unten noch zu. Ja, aber oben erstmal, dass es gleichmäßig kommt. Eine Schelle. So, Felix. Jetzt musst ist du gleich dann unten und oben. Ja, ist auch so wie hier. Gut. So. Und was?
Das ist schön groß. Nächster Schritt, das Stück jetzt hier rein. Wir haben die ganzen 410er jetzt hierher gelegt und dann kommt jetzt der schwierige Teil. Das war eine Nummer, ne? Die Dinger hier reinbrocken. Er ist gerade sprachlos. Das sage ich euch. Wir nehmen gleich da noch ein bisschen die Erde nach raus. Und die Klumpen. Ja, und dann kommen die hier schön rein. Geil. Und dann zeigen wir es nochmal. So Leute, Schläuche sind hingelegt. Jetzt machen wir die Anbohrschellen dran. Und wir haben uns im Winter schon alles vorbereitet. Sprich, dass wir hier die ganzen Teile hier schon mit Teflon umwickelt haben, so dass wir das nicht hier machen müssen, dass es schnell geht. Dieser ganze Kram hier, die Anbohrschellen und sowas, die sind alle einzeln in Plastiktüten eingepackt. Das haben wir auch alles schon ausgepackt, haben hier die Muttern alle reingemacht. Ich weiß gar nicht, wo haben wir die Schrauben hingelegt. Haben das alles sortiert, hier sind die Schrauben, da die Gummiringe, dass wir das hier alles griffbereit haben und nicht hier erst noch 10.000 Plastiktüten auspacken müssen. Ja, genauso wie hier die Endkappe, die machen wir auch gleich drauf, aber die machen wir jetzt noch nicht ganz fest. Die schieben wir jetzt nur rauf und dann bleibt die hinten offen, damit wir spülen können. Wenn wir dann hier gespült haben, machen wir die Endkappe fest und lassen nochmal aus der Anbohrschelle rausspülen. Ja, wir haben den Schlauch eigentlich schon gerade hingelegt. Jetzt durch die Sonne hat er sich noch ein bisschen gedehnt und dann werden wir hier den auch noch, immer wenn wir jetzt hochfahren am Strang, den immer noch mal wieder anbinden, dass wir hier so eine Beulen hier auch stramm am Pfahl kriegen. Wir haben es nämlich hier mit so einem Draht gemacht. Das ging eigentlich recht gut. Richtig schön leichter Draht, den man biegen kann. Ja, dann kommt, wie ich eben schon gezeigt hatte, eine Endkappe gleich auf dem Ende rauf. Dann hier eine 63er Anbohrschelle. Hier kommt ein Gummiring rein, den wir da gesehen haben. Dann werde ich die Schelle hier so rum machen. Hier so rum. Dann von oben rauf, das denke ich mal, kennt auch jeder, wie bei den 110ern, was wir schon gemacht haben. Kommt die hier so rauf von oben. Dann wird hier ein Loch durchgebohrt. Auch erst dann, wenn die Schelle fest ist, weil sonst musst du die Schelle nach dem Loch ausrichten und das wird ein bisschen mühselig. Dann kann das sein, dass das ein bisschen verrutscht. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt hier, was ich eben schon gezeigt habe, was wir mit Teflon eingewickelt haben, da oben reingedreht. Und dann ist das genauso wie bei den großen Kupplungen, was wir schon gezeigt haben. Kann ich mal eben aufmachen. So. Dann kommt das hier über einen 3/4 Zoll Schlauch rüber. Sprich, einmal dieses hier. Na. So. Das Weiße immer richtig rum. Ihr seht hier noch, wie das da drin ist. Das schiebt man dann hier so rauf. Wenn die dann hier eingeschraubt ist, unten in der Anbohrschelle, wird die hier wieder raufgeschoben. Eigentlich ist es immer dasselbe System. Dann das Weiße dagegen und dann schraubt ihr das fest. So einfach geht das. Und ja, das werden wir heute den ganzen Tag machen. Wir haben hier, glaube ich, fast 250 Schellen, die wir setzen müssen. Ja, dann guckt ja hier der Schlauch raus. Den nehmen wir ja Maß.
Und den lassen wir jetzt erstmal noch hängen. Den fixieren wir noch nicht am Regner. Warum machen wir das? Weil ich eben schon gesagt habe, wir spülen erst einmal hier raus. Dann machen wir die Endkappe rauf und dann spülen wir nochmal aus dem 3/4-Zoll-Schlauch raus, sodass du nicht gleich oben die Düse zu hast. Wenn du das jetzt so gleich alles anschließen würdest, dann wäre gleich alles dicht. Dann hast du erstmal Geburtstag und dann kannst du alle Düsen tauschen oder sauber machen. Genau, das werden wir machen, wenn wir gespült haben, werden wir anschließen und dann werden wir das erste Mal die Anlage anfahren. Und da bin ich schon gespannt drauf. So, ich werde jetzt den ersten Mal eben anbauen. Wir haben hier eine schöne Akkukreissäge. Damit wollen wir eigentlich jetzt den Schlauch schneiden, dass das schneller geht. Wir haben es sonst mit einem Taschenmesser gemacht. Ist scheiße und abkneifen kannst du ihn nicht, dann biegst du ihn nämlich. Und da erhoffen wir uns, dass das gut geht. Das werden wir ausprobieren. Hier haben wir den Bohrer, wo wir das Loch in die Anbohrstelle reinbohren. Und sonst müssten wir eigentlich alles schon da haben. Theoretisch könnten wir die erste Schelle setzen. Die müssen wir hier reinmachen. Und dann müssen die hier auch schön reingedrückt werden, dass sie nicht drehen können. Am besten schlägt man die rein. Ich mache das mal eben. So, wenn die reingeschlagen sind, sieht das so aus. Dann sind die schön fest drin. Fallen auch nicht mehr raus, rutschen nicht mehr raus. Ganz wichtig ist der Gummiring, dass der auch richtig schön sitzt. Sonst spritzt das an der Schelle vorbei. So, wenn die fixiert ist, sieht das Ganze so aus. Jetzt können wir die noch ein bisschen ausrichten, wie wir sie haben wollen. Leicht zum Regner stellen. Also hier oben ist ja der Anschluss, dass der Schlauch da schön hingeht. So, und jetzt holen wir uns noch mal eben diesen schönen hier. Sonst dauert das ja alles zu lange, wenn man das mit dem Schlüssel anzieht. Auf kleine Stufe stellen und dann kann man die schön diagonal anziehen. Und die muss so fest, dass dieser Schlitz zusammen ist. So fest müsste man die eigentlich kriegen. Genau, so fest ist sie jetzt. Seht ihr, dass schön geschlossen ist. Gummiring liegt schön drauf. Ja, jetzt müssen wir hier oben noch ein Loch reinbohren. Das machen wir hier mit dem Bohrer. Passt da genau durch. Ja, ich habe es extra langsamer gemacht, damit ich nicht durchbohre. Und hier muss man aufpassen, dass man das Gewinde nicht beschädigt. So, jetzt nehmen wir hier den mit Teflon eingewickelte Verschraubung, drehen die da rein. Da brauchen wir jetzt mal eine Zange. So, jetzt mit der Zange können wir den schön festdrehen. Und der muss auch schön, dass das Teflon weg ist, dass er aufliegt. Man merkt das auch, wenn er fester wird. So fest muss er. Ja, und jetzt könnt ihr euch ja auch vorstellen, dass wir spülen müssen. Wenn ich jetzt hier reinbohre mit dem Bohrer, dann ist da so viel Späne drin. Und das muss gespült werden. So, jetzt müsste die fest sein. So, jetzt ist sie fest, auch nicht zu doll. Ihr könnt die sonst überdrehen. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, jetzt müssen wir den Schlauch mal eben auf Länge machen. So, der Schlauch sitzt hier unten festgemacht, auf Länge gebracht, dass wir den hier reinstecken können. Und dann läuft das. So, es geht los. Wasser kommt gleich. Aber der Hahn muss eben auch sein. Aufbauen lassen, ne? Ja.
Gas machen. Wie viel ist jetzt? Da ist Vollgas. Jetzt ist Vollgas. Der geht nicht. So, wir haben Vollgas. 4,5 Bar macht er jetzt. 5 Bar? So, bei Vollgas macht er 5 Bar eine Pumpe. Handgas ist durch. 72 PS machen das. So, jetzt haben wir ein bisschen weniger Gas gemacht. Jetzt hat er auch 5 Bar. Die Anlage muss ich erstmal einlaufen. Jetzt werden wir mal eben eine Kontrolle machen. Fertig und dann kommt er da auch noch mal vor. Dann sehen wir das. Richtig schön, wenn sich alles dreht, wenn das läuft. Ne? Jetzt haben wir aber auch 5 Bar eine Pumpe. Ich glaube, wenn wir hier auf 4,5-4 Bar fahren, dann hat er das noch bequemer. Wir gehen gleich nochmal zum Case hin. Obwohl, wir pumpen ja jetzt hier 450 Meter runter. Du weißt jetzt nicht, wie schnell die Rechner da unten drehen. Vielleicht musst du auch 5 Bar fahren. Ne? Ja, heute ein bisschen Druckverlust hast du ja. Ne? Und ich denke, dass wir heute Nacht ein Vario vormachen. Dann wissen wir auch immer optimal den Spritverbrauch gleich. Ja. Was er anzeigt, wie viel er braucht. Ich denke, dass er hier so auch bei 10,5 Liter liegen wird. Ja. Aber entspanntes Geräusch, ne? So, wenn ja. Die Rechner drehen. Ja. Geil. Ja, wenn das andere dann noch so schön läuft. Ja, morgen soll das bedeckt sein. Dann würde ich sagen, machen wir das hier mal heute Nacht nass. Ja, wir haben schon richtige Trockenrisse, wenn man hier mal hinguckt. Ne? Hier sieht man das ja. Im Boden. Das kann ruhig mal nass. Ja, würde ich sagen. Ja, das Geile ist ja auch, wir wollen die Fahrgassen hier auch noch fertig machen. Drillen vom Anhäufel. Ja, es geht alles besser. Kannst ne? Du kannst den einfach mal in die Brechung anstellen. Michi hat das neulich auch noch gesagt, das meiste muss auch noch mit Reihenputzer gefahren werden. Und dann müssen wir das auch einfach mal eben nass machen. Abends eben nass machen. Das ist nicht so staub. Staubt das ja nicht so. Ja, wer hätte das gedacht? Ne? Anfang des Jahres sah das noch ganz anders aus. Oh, jetzt scheint der Kollege aus. Ne? Da hat er was.
Ah, Kontrollfahrt, ne? Muss sein. Alles klar, bis zur nächsten Pumpe. Bis zur nächsten Pumpe. So, 20 Minuten läuft er jetzt. 20 Minuten, 1160 Motorumdrehungen, 5 Bahnen im Pumpe, 4 Balken. Läuft. Er kann das. Ich mache jetzt aus und dann gucken wir mal eben, wo wir was noch kriegen können. Ja. So, auch die zweite Anlage haben wir angeschlossen. Ja, hier seht ihr jetzt das Teil. Das kommt dann noch im Sommer zum Verzinker, wo wir jetzt die neue auch und die alte Anlage oder die bestehende Anlage auch noch mit einspeisen können. Und jetzt wollen wir das erste Mal unter Druck die Anlage anfahren. Mal sehen, was da geht.